Und herzlich willkommen zu meinem allerersten Karl. Ich bin Alex und ich möchte mit euch unbedingt von Drops eine ganz tolle Anleitung für eine Häkeljacke machen. Und zwar geht es dabei, was ihr am Anfang auch schon in Farbe gesehen habt: Es geht dabei um diese Häkeljacke Helsinki Cardigan, heißt das. Ja, also die Anleitung ist kostenlos. Die bekommt ihr auf www.garnstudio.com. Und wenn ihr da eingebt, Helsinki Cardigan, dann wird eben diese Anleitung ausgespuckt. Und wenn ihr sagen solltet, ich würde gerne mitmachen, aber Jacke ist jetzt nicht so mein Ding, davon gibt es natürlich auch eine Pullover-Anleitung. Ja, gut. Es ist nicht möglich, diese Anleitung zu machen für jede Größe. Ich möchte vor allen Dingen Hilfestellung geben und dass wir so hoffentlich in etwa das gleiche Tempo haben. Ihr könnt aber auch jederzeit, wenn der Kai vorbei ist, immer noch diese Jacke machen. Also das Video mit seinen ganzen Anteilen bleibt online. Ich stelle euch nur jetzt schon mal ein paar Sachen vor, auf die ihr unbedingt achten solltet, bevor ihr überhaupt anfangt. Vor allen Dingen Tipps, Tricks und eben auch ein paar Sachen, die ganz, ganz wichtig sind, ohne die es nicht funktioniert. Aber Drops macht es uns verhältnismäßig leicht. Die Originalfarben, die hier auf dem Bild zu sehen sind, die gibt Drops hier auch an in der Anleitung? Ich habe mich für ein paar andere Farben entschieden, das zeige ich euch gleich noch genauer. Wichtig ist, dass ihr egal, was ihr für Farben nehmt und was ihr für Wolle nehmt, dass ihr euch das durchnummeriert, weil ich immer wieder in den einzelnen Teilen sage ich dann Farbe 1, Farbe 4 und so weiter, weil ich natürlich nicht weiß, ob alle die gleiche Farbe nehmen und ich habe ja nun auch schon eine andere Farbe als in der Originalanleitung. Meine Hauptfarbe wird hier dieses wunderschöne mittelgrau werden und dann gibt es eben noch diverse Farben, die dann Kontraste bilden. Das ist ja bei mir jetzt so ein tolles Türkis und der Beereton und ein Naturton und dann noch mal ein dunkles grau und dieses schöne Amethyst. Was schön vorgegeben ist, ist, wie viel brauche ich in der angegebenen Garnstärke für welche Größe. Und da kommen wir auch gleich zu dem Punkt, wie ist denn diese Anleitung zu verstehen. Es ist folgendermaßen. Drops teilt seine Garne von der Stärke her immer in Gruppen ein. Und die benötigte Wolle ist Garngruppe B. Und dann sucht ihr euch hier einfach eure entsprechende Größe raus. Ich habe mir alles, was auf meine Größe, egal ob es Maschenanzahl ist oder Grammzahl für die Wolle, habe ich mir gemarkert, denn es sind doch ein paar Seiten. Und damit ich nicht einen Überblick verliere oder mal zu M oder XL rutsche und alles auch noch passt, habe ich mir das alles gemarkert. Und da seht ihr schon, man braucht in der Haupt-, in der Grundfarbe für Größe L 650 Gramm der entsprechenden Wolle. Nehmt ihr dünnere oder dickere Wolle, braucht ihr dann eben mehr oder weniger. Und für die Kontrastfarben, für dieses Muster sind es bei Farbe 200 Gramm, bei Farbe 3 auch 100 Gramm, bei Farbe 4 ebenfalls. Und für Farbe 5 und 6 braucht man jeweils ein Knoll. Dann braucht ihr natürlich die entsprechende Häkelnadel. In diesem Falle wäre das Größe 4 und noch ein paar passende Knöpfe. Wenn ihr auf der Seite seid, wo die Anleitung zu finden ist, dann gibt es noch eine sehr schöne Hilfe. Und zwar in der Originalanleitung wurde diese Wolle verwendet. Und wenn ihr da drauf klickt, dann werdet ihr gleich weitergeleitet auf die Seite wo man eben die Wolle bekommt. Und auf der Seite, das ist in dem Fall Lanade, da gibt es häufig übrigens auch Angebote, wenn ihr das Garn angeklickt habt, dann ist es so, dass oben in den Reitern, in diesen grünen Feldchen beschrieben wird, was das für ein Garn ist, wie es sich anfühlt und eben auch Garnalternativen. Und wer gut aufgepasst hat, hat gesehen, dass ich eben gar nicht das Charisma genommen habe, sondern hier die Merino extra fein. Das ist 100% Wolle. Und die Originalwolle, die hat 100 Meter Lauflänge auf 50 Gramm und meine hat hier 105. Das heißt, es ist ein ganz kleines Mini-Müchen. Dünner als das Originalgarn. Na, auch sowas müsst ihr mit beachten. Jetzt kann es ja sein, dass ihr sagt, ich habe noch tolle Wolle zu Hause, ähm, ich brauche gar keine Wolle kaufen. Das ist überhaupt gar kein Problem, denn da bietet Drops so eine Aktion an. Ähm, wenn ihr ein anderes Garn nehmen wollt für diese Anleitung, dann gibt es da einen Garnumrechner. Da könnt ihr auch einfach draufklicken und gebt eben die Grammzahl und die Maße ein. Und dann rechnet euch das Programm aus, wie viel Wolle ihr für die Anleitung brauchen werdet. Also ganz praktisch. Ja, dann solltet ihr unbedingt, wenn ihr die Anleitung habt, und ihr die Wolle habt und den Haken habt und auch die Knöpfe, die man später noch braucht, wenn alles da ist, bevor ihr loslegt, solltet ihr unbedingt die Anleitung durcharbeiten. Einerseits habe ich ja eben schon gesagt, nummeriert euch bitte die Farben durch, damit ihr später nicht durcheinander kommt. Andererseits markiert euch immer für eure Größe um wie viel Gramm oder eben auch hier bei der Anleitung, wie viel Maschen es bei euch geht, ne? denn ihr seht, und das macht vielleicht anfangs die Anleit Anleitung ein wenig komplizierter. Ähm, man muss immer genau gucken, weil hier mehrere Zahlen hintereinander stehen. Das ist so gestaltet, damit man aus dieser Anleitung möglichst alle Größen ziehen kann, denn die ist gemacht. Für Größe S bis Triple XL und da echt Hut ab, das muss man erstmal in einer Anleitung unterkriegen, und deswegen gibt es hier diese vielen, vielen Zahlen. Einfach markern und dann wisst ihr, wo ihr steht. Wichtig ist zu wissen, dass die Jacke von oben nach unten gearbeitet wird und gleich Seitenteil, Schulterpartie und Rückenteil in einem Schwung, also wir fangen oben an und machen das durch die Zunahme in die Breite und dadurch können wir eben auch dieses tolle Muster machen. Und ähm, ihr braucht dazu eben nicht nur diesen schriftlichen Teil, sondern ihr findet in der Anleitung auch noch Diagramme. Die sehen so aus. Das Mag vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend scheinen. Es ist aber tatsächlich so, dass jeder einzelne Kasten hier immer noch ein Symbol drin hat. Und das steht für die Maschenart. Und damit spart man sich, wenn man das so arbeitet, jede Menge Text. Und es ist auch noch gleich international. Das heißt, wenn ihr mit dem Text Schwierigkeiten habt, könnt ihr immer noch hier nachgucken. Ach, was ist denn ein T? Ein T steht für ein normales Stäbchen pro Masche. Dann kommt dir aber auch durchaus mal ein V vor. Das heißt, zwei Stäbchen in eine Masche. Und so weiter. Und ich habe es mir noch ein bisschen leichter gemacht. Und das scheint, glaube ich, auch ein guter Tipp zu sein. Ich habe mir das einfach angemalt, je nach Reihe. Und habe mir gemakert meine erste Reihe wird der Beere ton in der zweiten Reihe sehe ich schon da wird es einen Farbwechsel geben da brauche ich Farbe Nummer hm, Farbe 1 dazu also die graue Farbe und so weiter damit ihr seht es ist ein Farbwechsel und dann idealerweise eben auch noch welcher Farbwechsel jo. Also, die müsst ihr nebeneinander liegen haben, damit das funktioniert. Das, denn es ist in den Anleitungen so gemacht, die haben alle Namen hier, die Diagramme. Und dann steht im Text, ähm, sagen wir mal, 10 Stäbchen häkeln. Danach, wie in Diagramm A9 angegeben, die Reihe häkeln. Dann wieder 10 Stäbchen und so weiter. Also, das mischt sich und das müsst ihr beides parat haben. Dann gibt es eben auch noch ein paar Informationen und Tipps. Zum Beispiel ist es wichtig zu wissen, dass das R für Reihe steht ne? und das RD für Runden steht. Den Hauptteil der Jacke, also den Körperteil, werden wir in Hin- und Rückreihen häkeln. Die Ärmel werden aber in Runden gehäkelt. Das ist nochmal wichtig zu wissen. Dann gibt es noch die Information... Wie nehme ich denn zu, beziehungsweise wie nehme ich ab? Und eine zweite, ein zweiter Hinweis, an welcher Stelle sollte man denn das idealerweise machen? Also hier steht zum Beispiel, dass man nicht das gleich im ersten Stäbchen machen sollte, sondern erstmal drei Stäbchen oder zwei Stäbchen nach dem Rand oder vor dem Rand und da dann die Zunahme machen soll. Wie gesagt, in Hin- und Rück rein wird der Körperteil gehäkelt und von oben nach unten und zum Schluss werden dann die Blenden dran gemacht. Dann gibt es noch einen Tipp, wie das mit dem Farbwechsel funktioniert, wie ich das mache. Das machen wir dann aber in der Praxis auch nochmal zusammen. Also deswegen ist es ganz wichtig, bevor ihr loslegt, wirklich. Von Anfang bis ganz zum Schluss die Anleitung durchlesen, macht euch Markierungen und ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass das, was mich, was mich nicht betrifft, hier zum Beispiel geht es um Größe S, ich mache die Anleitung und für mich die Jacke in Größe L und alles, was mich nicht betrifft, das habe ich mir gleich durchgestrichen, damit ich nicht durcheinander komme. Nur? Ja, ihr Lieben, dann Organisiert euch bitte mal alles. Die Anleitung www.garnstudio.com, Jacke Helsinki oder eben alternativ den Pullover. Ihr braucht eure Wolle, ihr braucht den Haken, ihr braucht Knöpfe und dann braucht ihr noch Mut und Spucke und ein bisschen Geduld. Man muss sich etwas einfuchsen, aber dafür kriegen wir natürlich auch ein tolles Ergebnis. Und hier könnt ihr erahnen, die erste Hälfte ist vielleicht ein bisschen anstrengender, weil man mehr berücksichtigen muss. Dafür kriegt man natürlich auch ein tolles skandinavisches Muster. Und die zweite Hälfte am Körperteil und an den Ärmeln ist in Uni. Also da wird es dann deutlich leichter. Ja, ich habe mir vorgenommen, für die, die gleich direkt mitmachen, ungefähr einmal in der Woche, plus-minus, je nachdem, wie gut ich vorankomme einmal in der Woche ein Teil hochzuladen, damit auch alle entsprechend Zeit haben. Und jetzt wisst ihr erstmal, worauf ihr achten müsst. Macht eure Hausaufgaben und dann sehen wir uns ganz bald wieder zum Beginn der Jacke, wie wir sie denn anfangen. Macht's gut, bis dann. Tschüss, eure Alex.